Ein Amselpärchen brütet direkt bei uns an der Gartenhütte, ganz direkt oberhalb des Insektenhotels. Ganz deutlich sichtbar und insofern hat sich das für mich aufgedrängt, hier mal eine Wildkamera aufzustellen, um die Geschehnisse zu erfassen. Hier setze ich jetzt das erste Mal die Compact T100 mit der Nahlinse plus 4 Dioptrien ein. Und wir sehen hier die frisch geschlüpften Amseljungen. Und die Mutter hier, die Amselmutter, räumt hier gerade ein bisschen auf. Und das war gerade der Papa, zu sehen an dem schwarzen, dunkleren Gefieder. Und es werden gerade die drei jungen Vogelkinder gefüttert. Da wird im Garten alles Mögliche angeschleppt, was der Garten so hergibt. Regenwürmer, Raupen und wir sehen gleich noch ein paar andere Sachen. Da bin ich mir mal gar nicht so sicher, was es dann ist. Hier irgendwelche Insekten, zack, rein. Da werden die Kleinen gefüttert, die reißen die Schnäbel auf und freuen sich über das leckere Futter. Noch sind die Augen verschlossen, sie sind blind, werden aber wahrscheinlich Helligkeiten wahrnehmen. Das heißt, wenn die Eltern angeflogen kommen, werden sie wahrnehmen, dass sich da irgendwas tut. Und sobald sie in der Nähe sind, recken sie ihre Hälse empor und werden hier jetzt zum Beispiel mit Regenwürmern gefüttert. Ja, das wird vielleicht für den einen oder anderen etwas eklig sein. Ach, der Regenwurm ist ein bisschen groß geraten. Aber der kommt, ja, den ziehen wir nochmal raus. Mal gucken, ob der andere das nimmt. Ja, siehe da. Ja, das für den einen oder anderen mag das ein bisschen eklig sein, aber das ist nun mal die Natur, so sieht es aus. Und wenn wir unser Hackfleisch essen oder unsere Salami, ist das auch nicht besser. Wir wollen bloß meist nicht sehen, woher das Ganze kommt. Ja, es ist wirklich beeindruckend, was die Eltern hier anschleppen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, mein Garten bietet auch eine gute Grundlage, einen guten Lebensraum. Ich habe halt einige Thermokomposter im Garten und einige Ecken, wo Grünschnitt, Abfälle, alles was so an Grünzeug anfällt, im Garten auch verbleibt. Ja, und da ist das auch eine gute Grundlage, damit dann halt eben Futter, entsprechende Insekten, Würmer und dergleichen im Garten einen Lebensraum finden, die wiederum dann eine Nahrungsgrundlage für die Vögel hier darstellen. Jetzt mal eine Aufnahme bei Dunkelheit. Das ist jetzt hier um kurz Viertel vor neun und das ist jetzt auch schon der nächste Tag. Unten seht ihr, ich habe hier mal jeweils sichtbar gemacht, der wievielte Tag im Juni wir uns befinden. Das ist jetzt der 6. Juni. Wann die Küken tatsächlich geschlüpft sind, das weiß ich gar nicht so genau. Aber so wahnsinnig lange vor dem 3. Juni wird das gar nicht der Fall gewesen sein. Wenn ihr ganz genau hinschaut, dann könnt ihr auch sehen, dass da noch ein Ei im Nest liegt, da wo nichts geschlüpft ist, vielleicht sogar nicht befruchtet ist, ich weiß nicht. Auf jeden Fall verbleibt das Ei kurioserweise die ganze Zeit im Nest. Ich hätte erwartet, dass die Elterntiere das aussortieren und hier dann das Ei aus dem Nest schmeißen. Die Gartenhütte hier ist zum Süden ausgerichtet, das heißt, hier steht auch ganz ordentlich Wärme drauf. Im späteren Verlauf wird man das ganz gut sehen, wo die Jungvögel dann auch nach Luft schnappen, weil es dann doch recht warm wird. Ja, und hier sind mal beide Eltern zu sehen, wie sie ihre Jungen füttern. Hier, diese Aufnahme ist übrigens entstanden. Ich habe das oben links abgebildet. Das ist aufgenommen mit der Compact T20, ebenfalls mit den plus 4 Dioptrien-Linsen, Nahlinsen. Die T20 hat hier mir ein bisschen Sorgen bereitet. Die hat relativ wenig Aufnahmen gemacht. Die Akkus waren ganz schnell leer. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Das werde ich nochmal beobachten. Es könnte sein, dass da Akkus, dass ich verschiedene Akkus verwendet habe. Ach ja, und hier sieht man zum Beispiel, das scheint irgendein Schmetterling, irgendeine Raupe zu sein, die hier verpuppt oder die Puppe davon. Und da werden die Jungvögel mit gefüttert. So, wir sind am 6. Juni, jetzt mal hier mit Aufnahmen mit der Compact T45, ebenfalls mit den plus 4 Dioptrien Nahlinsen, aus einer anderen Perspektive. Ja, das ist natürlich klar, wenn man die Kamera hier an so einer Stelle positioniert, wo doch sich viel abspielt, dann sind die Kameras nahezu dauerhaft in Aufnahme. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da pro Tag Hunderte von Aufnahmen zustande gekommen sind.
Jedes Mal, wenn sich ein Vogeljunges bewegt hat, dann hat die Kamera ausgelöst und Aufnahmen gemacht. Insofern, um euch das jetzt hier ein bisschen kompakter darzustellen, hätte man das auch im Zeitraffer abbilden können. Wie ich finde, das wäre aber nicht so interessant gewesen. Insofern habe ich ein paar Referenzaufnahmen ausgewählt, an denen wir sehen können, wie die Jungvögel jetzt gedeihen und zunehmend größer werden. Ja, hier wieder der Vater, Amsel Papa, der da ist, der seinen Jungen hier 3 Stück an der Zahl Futter bringt. Ja, und jetzt noch mal eine Aufnahme, das aus einer anderen Perspektive. Übrigens glaube ich, habe ich hier die Bezeichnung falsch gemacht. Das war eben dann nicht die T45, das war eben aus der anderen Perspektive eine andere Kamera. So, jetzt kommt es zur Nacht und wenn ihr da mal hinseht, das habe ich jetzt mal vorgespült, da war eben vorgespult, der Tigerschnegel ist da eben an der Wand lang gezogen. Das ist eine Schneckenart, die ich im Garten begrüße, die nämlich die Wegschnecken auffrisst und ist insofern ein Nützling. Also wenn ihr mal einen Tigerschnegel seht und ihr Schnecken bei euch im Garten absammelt, den lasst bitte leben. Der ist ganz wichtig, weil der wird dafür Sorge tragen, dass die Anzahl der Schnecken sich im Garten ja dezimiert und insofern ein Nützling. Auch hier wieder die Vögel recken ihre Hälse empor. Übrigens, das im Hintergrund, das ist eine normale Konservendose, eine Blechdose, die ich im Grund mit Lehm, mit weichem Lehm, flüssigem Lehm ausgefüllt hatte. Und dann habe ich von oben Hölzer reingesteckt, Bambusstäbe, die dann entsprechend zurechtgeschnitten waren. Das ist dann meine Art und Weise, wie ich dann hier ein relativ einfaches Insektenhotel gebaut habe. Und je nach Material, je nachdem, was man da verwendet hat, wird das auch von den Insekten, von den Bienen, Wildbienen sehr gerne angenommen. Im letzten Jahr war nicht ganz so viel los mit einmal. Ich habe da die Befürchtung, dass da irgendwas an Umwelteinflüssen passiert ist, warum von einem auf den anderen Tag dann auf einmal kein Treiben mehr zu sehen war, keine Insekten mehr. In diesem Jahr scheinen die Bedingungen günstiger zu sein und ich habe vergleichsweise viele Insekten, viele, die hier auch ihre Larven, die entsprechenden Nisthilfen genutzt haben, um ihre Jungbrut anzulegen. Insofern ein Beitrag, damit im nächsten Jahr im heimischen Garten dann auch entsprechende Früchte gedeihen können. Obst, Äpfel, Birnen, Kirschen, Quitten, alles was da so blüht, das ist letztlich auch ein Beitrag, damit auch dann die Ernte im Garten erfolgreich verlaufen kann. Hier sieht man jetzt übrigens das vierte Ei, das nicht ausgebrütete vierte Ei sieht man hier sehr gut. Es geht jetzt zur Nacht und jetzt legt man sich schlafen. Ja, und siehe da, der nächste Tag. Das ist jetzt ein paar Tage vorgespult. Das ist jetzt der 10. Juni. Also insofern, ob es der 10. Tag ist, das vermag ich nicht zu sagen, weil ich nicht weiß, ob die Jungen tatsächlich am 3. Juni geschlüpft sind. Aber man sieht hier jetzt von oben nochmal ganz deutlich, wie sie ihre Hälse, ihre Schnäbel aufreißen und um Futter betteln. Inzwischen sehen sie auch nicht mehr ganz so nackig aus. Das Gefieder ist ist gewachsen, etwas dichter geworden. Es ist ja auch mittlerweile recht warm. Hier die ersten Versuche, ihr Gefieder ein bisschen, ihre ersten Flugversuche, möchte man fast sagen. Ihr könnt es unten sehen, der 12. Juni, am 15. Juni ist der Zeitpunkt, wo sie dann alle ausgeflogen sein werden. Und das wird sich jetzt zeigen. Jetzt wird nochmal das Gefieder geputzt, das haben sie ständig getan. Also die Gefiederpflege ist auch bei den Jungvögeln schon ein Instinkt, der mit in die Wiege gelegen wurde. Und offensichtlich ist das nötig, damit dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo sie ausfliegen, dann auch wirklich ihre Flugfähigkeit entsprechend möglich ist. Ja, und hier auch, immer wenn man gefressen hat, kommt hinten auch wieder was raus. Und das nehmen dann die Eltern, die Altvögel dann mit. Und lassen somit dann auch das Nest sauber und das scheint nötig zu sein, denn wenn jetzt die Vögel in ihren eigenen Ausscheidungen sitzen bleiben würden, dann würden sie ihr Gefieder verdrecken und wären dann sicherlich nicht mehr flugfähig und würden sich wahrscheinlich Krankheiten einfangen. Hier sieht man jetzt auch gerade, na, was ist das? Das sieht aus wie ich möchte fast sagen, das war eine Schnecke, aber die war wohl doch ein bisschen groß geraten und deswegen wurde sie wieder reingelassen. Jetzt gibt es Kirschen.
Das sind Sauerkirschen, die in der Nähe zu finden sind. Und das beobachten wir jetzt gleich. Die sind doch teilweise recht groß. Und wenn die Altvögel das nicht klein portioniert haben, zack, hier kommen dann sogar interessanterweise die Kerne auch wieder raus. Ich nehme an, dass das hier in der Natur so vorgesehen ist, dass die dann die Kerne, die dann nicht verdaut werden, auch wieder ausspucken. Ja, und hier werdet ihr sehen, ich habe hier jetzt die Campag T80 eingesetzt und habe sie praktisch über Kopf mit der Halterung am Dach befestigt. Und ich musste dann, damit das hier wieder vernünftig sich anschauen lässt, die Aufnahmen drehen um 180 Grad, damit wir dann wieder in einer Normalperspektive hier uns die Aufnahmen anschauen können. Ja, und wieder, es geht los. Die ersten Übungen, die Flügel werden gestärkt. Man prüft, ob denn man schon in der Lage ist, sich selbstständig zu machen und irgendwann das Nest zu verlassen. Noch ist es nicht so weit. Wir schauen mal, noch kommen die Altvögel regelmäßig her, bringen Futter herbei. Und die Jungvögel werden jetzt zunehmend agiler, sitzen hier schon auf dem Nestrand. Es wird weiterhin das Gefieder gereinigt. Und ja, es sieht ganz deutlich so aus. Die Jungvögel nehmen jetzt auch ihre Umgebung wahr. Wenn ich dann die Kameras hier gewechselt habe, ich habe dann quasi fast tagtäglich die Aufnahmen ausgewertet und den Ladezustand der Akkus überprüft, dann haben die sich halt geduckt, aber es ist zum Glück nichts weiteres passiert. Sie sind nicht vor mir geflüchtet, sind im Nest sitzen geblieben, haben sich halt ein bisschen geduckt, um praktisch vor dem bösen Feind, vor dem bösen Miguelito sich zu verstecken. So, und jetzt wird immer wieder geguckt, na, hier suche ich mir mal einen besseren Aussichtspunkt und möglicherweise auch einen Startpunkt, um die ersten Flugversuche zu machen. Und wenn sie da einmal das Nest verlassen haben, dann kehren sie auch nicht zurück. Ja, jetzt, die Mutter ist da, siehe da, große Kirschen. Eieieiei, das war wohl ein bisschen groß geraten, so geht das nicht. Aha, da kommt er wieder raus, die Kirsche mit Stiel. Naja, versuchen wir es nochmal. Muss doch gehen, wird doch auch ganz lecker sein. Ja, na. Nee, scheint nicht zu werden. Oder jetzt doch? Na, was ist los? Eieiei, die kommt immer wieder hoch, die Kirsche. Aber es wird nochmal Anlauf genommen. Die muss doch, die ist lecker, die muss doch vertilgt werden können. Na, jetzt ist sie verschluckt, kann verdaut werden, oder? Na? Nee, der Aufzug, der Kirschenaufzug geht rauf und runter. Mal schauen, was draus wird. Na, Mensch, das Ding ist aber auch groß geraten. Nee, das war's, raus damit. Es liegt nicht wohl mit Sicherheit nicht daran, dass es nicht schmeckt, sondern die ist einfach wahrscheinlich zu groß geraten. So, wieder der Kollege hier drängt danach, um seinen Geschwistern zu zeigen, dass er wahrscheinlich stärker ist, schon voll bereit ist, um seine ersten Flüge zu machen, um das Nest zu verlassen. Ja, aber diese rutschige Dose ist natürlich dafür etwas ungeeignet, also wieder zurück ins Nest. Aber der nächste Versuch wird gleich angetreten. Hier habe ich jetzt mal mit einer normalen Kamera von außen gefilmt, damit ihr mal sehen könnt, wie sich das so hier darstellt. Das ist übrigens jetzt auch die Aufnahme mit einer alten Videokamera. Die ist locker, ich sage jetzt mal 16 Jahre alt, irgend sowas an den Dreh. Macht aber eigentlich immer noch gute Aufnahmen. Aber auch da hat die Kirsche den Weg wieder nach draußen gefunden. Und war zu groß. So, immer noch sitzen alle drei Amseljungen im Nest. Wieder hat einer, ein sehr besonders mutiger Kollege, hat sich oben auf die Dose bewegt. Aber siehe da, er ist wieder zurück ins Nest. Die Mutter ist da. Es wird nach Futter gebettelt. Jetzt kann es sein, dass die Alttiere auch nicht mehr füttern, um die jungen Vögel zum Ausfliegen zu bewegen. Das war bei meiner letzten Aufnahme an der Nisthilfe der Kohlmeisen recht deutlich zu sehen. Da hat das Elterntier immer wieder
ich sag mal, gelockt, hat das Futter nicht schnell freigegeben und damit die Jungvögel quasi aufgefordert, das Nest zu verlassen. Ob das hier auch der Fall ist, es scheint so zu sein. Ich sehe jetzt keine Aufnahme mehr, wo die Alttiere ihre Jungvögel füttern, zumindest nicht mehr so deutlich. Sind ja auch mittlerweile deutlich größere Oschis, liegt letztlich auch daran, dass sie mit ihrem Gefieder größer aussehen, aufgeplüsterter aussehen, aber sollten jetzt den Zeitpunkt erreicht haben, dass es gleich losgehen kann. So, da hinten könnt ihr sehen, oben links, einer der Jungvögel hat jetzt relativ weit das Nest verlassen, ist sogar noch ein Stück weiter. Ja, und jetzt hat er den Sprung in die Tiefe gewagt und hat das Nest verlassen. Jetzt sind es dann eben nur noch zwei. Und die gucken auch ganz verdottert, was macht ihr Geschwisterchen da? Wahrscheinlich sehen sie ihn noch. Vielleicht hören sie ihn auch. Übrigens, das ist auch noch ganz interessant. Ich habe bei mir im Garten mehrere Nester mit Jungvögeln, Amseln. Und die hier waren im Vergleich zu allen anderen vergleichsweise ruhig. Die haben nicht so viel laut gegeben. Die anderen Vögel, die anderen Nester waren deutlich geschützter, auch weniger zugänglich. Und die haben, waren quasi dauerhaft zu hören. So, jetzt ist die nächste Nacht angebrochen. Es ist jetzt voll dunkel. Na, ich muss mal über den Kopf gucken, wie spät ist das da? 21.43 Uhr. Insofern ist es jetzt, die Infrarotbeleuchtung springt an, um die Szene hier zu beleuchten. So, jetzt sind die zwei Burschen immer noch da. Das Brüderchen, das Schwesterchen hat das jetzt bereits am Tag zuvor verlassen. Und jetzt haben wir sogar den 15. Juni und jetzt wird sich, aha, das war's, der zweite Segelflieger hat das Nest verlassen. Jetzt ist der letzte Vogel im Nest und der wird sicherlich nicht lange auf sich warten lassen und wird seinen Geschwistern folgen. Jawohl, jetzt schauen wir mal, wann geht's weg, wann geht's los. Jetzt schaut man vom hohen Punkt aus, was spielt sich da ab. Naja, lieber nochmal schnell ins sichere Nest, aber so richtig gut fühlt sich das nicht an, wenn man da so alleine sitzt. Ja, ist doch komisch. Na, wo sind die denn alle? Naja, die Federn werden nochmal gerichtet. Alles wird geputzt, gesäubert, damit dann auch gleich die Natur ihren Lauf nimmt und auch dieser Vogel das Nest verlässt. Wieder auf den Rand des Nestes gesetzt, nochmal kurz gerufen und zack, man konnte das auch sehr schön hören, der Vogel ist weg. Ja, jetzt der Vater hat sogar noch was Frisches zu fressen an Insekten da, aber wo sind die alle? Alle weg, aha. Jetzt rufen sie. Na? Ja, dann geht's wohl weiter. Ja, so, und jetzt die Verlosung. Genau. Mein letztes Video, oder das vorletzte Video, habe ich eine Apeman H80 zur Verlosung angepriesen. Alle, die Kommentare geschrieben haben, nehmen an der Verlosung teil. Und ich gratuliere Team Pet. Der Zufallsgenerator ist für Team Pet.